Hallo, hier ist euer RoboBox28 zu einem neuen Let's Play. Und das Let's Play heißt, wer hat es gedacht, Crysis 3 mit der CryEngine 3. Türkisch oder Deutsch? Was nehmen wir? Deutsch. Drücken Sie Start, Sie Noob. Er will Spiele fortsetzen. Kampagne. Also wir haben schon 0 Minuten gespielt. So, wir nehmen dem... Was nehmen wir? Ja, ich möchte das Tutorial spielen. Scheiße, aber ich habe Krug gewählt. Scheiße, ich wollte normal. Oder Soldat. Ist ja scheißegal. Warning! Grund auf die Audio und wir sind benutzt. Hey, ich war noch nicht fertig. Herzlich willkommen in der Nanosuit Trainingssimulation. Okay. Das Training ist in mehrere Abschnitte unterteilt, auf die individuell zugegriffen werden kann. Hier machen Sie sich mit der Navigation Ihres Nanosuits vertraut. Okay. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer, aber er ist viel mehr als das. Bist du dir da ganz sicher? Nein. Das kann man hier irgendwo die scheiße Empfindlichkeit ändern? Navigationsdisplay war schon besser. Sie in Echtzeit mit taktischen Umgebungsinformationen. Das dort unten. Sich nun einen Weg durch den Parcours. Ah, komm, bau mal schneller. Muskeln unterstützen die Interaktion mit ihrer Umgebung. Sie können höher springen. Sie können weiterklettern. AB, um zu ducken. Hallo, bau mal auf, du scheiße Wild. Sie können schneller laufen. Mit kontrolliertem Rutschen. Ja, mit kontrolliertem Rutschen. Komm auch. Hier lernen Sie, wie Sie mit Hilfe Ihres Nanosuits Waffen benutzen können. Benutzen Sie Ihre Visierung. Hochauflösende Gleitsichtlinsen ermöglichen Ihnen eine einzigartige Präzision. Die Zielarretierung wird beim Zoomen automatisch korrigiert. Schalten Sie nahe Ziele durch, um möglichst effizient zu arbeiten. Selbst mit muskulärer Rückstoßdämpfung ist der Schnellfeuermodus unpräzise. Erhöhen Sie Ihre Quote per Halbautomatik. Okay. Die Waffenindividualisierung ermöglicht den raschen Aufsatzwechsel zur Anpassung an veränderte Bedingungen. Neue Aufsätze werden Ihrem Inventar automatisch hinzugefügt und sind immer verfügbar. Mit dem Zielfernrohr attackieren Sie entfernte Ziele. Und... Peng.
Und. Nein, 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 nein. Peng. Und peng. Und. Peng. Dank Reflexzügen dauert das Nachladen länger als der Wechsel zur Sekundärwaffe. Automatische Umgebungssensoren weisen Sie auf Waffenlager hin. Ah. So. Die Telemetrie-Integration ermöglicht eine aktive Zielunterstützung. Peng. Der Nano-Suit bietet nur bedingten Schutz vor explodierenden Granaten. Fuck, Gold. Treffen Sie sie innerhalb von 4 Sekunden. Das Tutorial ist abgeschlossen. Freiwillige Trainingseinheiten werden von diesem Modul unterstützt. Das heißt, wir dürfen uns jetzt verpissen. So. Hier lernen Sie die Grundlagen der Nanosuit-Kampfsysteme. Alle Nanosuit-Funktionen brauchen Energie. Der Energiebedarf ist von der jeweiligen Funktion abhängig. Energie wird aus verschiedenen Quellen automatisch regeneriert. Warten ja. Sie auf den Start des Nanosuit-Funktionstrainings. Der Panzermodus lenkt Schüsse ab. Der Energiebedarf steigt mit der Höhe des abgelenkten Schadens. Aha. Der Tarnmodus bricht das Licht um den Nanosuit und macht diesen praktisch unsichtbar. Aha. Je schneller sie sich bewegen, desto höher ist der Energiebedarf. Tarnfeld aktiviert. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. So, schnell in Deckung. Ah, du Loser. Der Nano-Suit berechnet anhand der Cortisol-Sättigung nahe Gegner das Entdeckungsrisiko. Die Gefahrenstufe wird in der Stealth-Anzeige Ihres Holds angezeigt. Aha, Ihres Holds. Im Kernmodus können Sie Ziele lautlos töten. Tarnfeld aktiviert. Na. Nein, kannst du nicht, ja? Wenden wir uns nun den erweiterten Nanosuit-Kampfsystemen zu. Ich will aber dorthin. Der taktische Visor analysiert die Topografie des Schlachtfeldes und markiert Ziele und interessante Punkte. Die Nutzung bzw. das Hacken von Computersystemen ist eine weitere Funktion des taktischen Visors. Aha. Geschaltete Systeme scheinen sich aktiviert vorübergehend ihre Nanosuit-Funktionen.
Aha, sehr interessant. Dadurch können sich Gegner selbst bei totaler Dunkelheit nicht verstecken. Nanovision ist eine hochempfindliche Funktion, deren Einsatz Energie verbraucht. Die Kraftoptimierung des Nanosuits ermöglicht die Zerstörung sehr interessant. Und das Anheben übergroßer Objekte. Treten Sie nach schweren Objekten, um sie zu bewegen und Feinde damit zu töten. Willkommen in der Tutorial Sandbox. Hier können Sie die Funktionen Ihres Nanosuits gefahrlos testen. Kombinieren Sie Nanosuit-Modi dynamisch, um Ihren Feinden gegenüber im Vorteil zu bleiben. So. Wo ist denn hier noch einer? So. So, wir haben es geschafft. Wir bezeichnen den Nanosuit als perfekten Kampfpanzer. Bist du dir da ganz Dieses sicher? Dieses Tutorial perfektioniert den Soldaten. Aha. Viel Glück. Sehr interessant. Sehr interessant war das. Sie haben das Training abgeschlossen. Sie scheiß Noob. Vor 23 Jahren. Ah, okay, wir haben 20 Jahren besetzten die Seth unsere Welt. Wir hielten sie auf. Ja, ja. Und jo, das war ihr Rübenbüchsicht 20 mit einem kleinen Let's Play 1 von Crysis 3 auf der Xbox 360. Und jo, noch viel Spaß beim Zocken, beim Rocken, beim Haare färben und ja.